I'm with Anna. Help me. You're alive. Good. There's only a little time to inject the antidote after infection. So now tell me whose life I just saved. You know Anna, yes? No. She's gone. I'm Tom Hansen, USCG. You bring terrible news. Did she tell you about this place at all? No. And yet you came here anyway. Then I must tell you. Kamsky, Anna's father, and I were sent here to study the exocells when they climbed up onto the platform. Maybe the drilling woke them up, eh? We were told to learn what they were and how to control them. But Kamsky went past that. He wanted to use them. And this is the result. It will kill us all. Where's this radio jammer I heard about? Anichenko kept it in the magnetic field room. You can't get in. It has retinal scanner locks, and only Anichenko can open it. Then I guess I'll just have to ask him to open it for me. He'll kill you first. Jo, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gold 4. Schon mal kurz mein Licht heller machen. Ich bin doch meine hässliche Fresse. So, und dann werde ich ein bisschen angestrahlt. Blink, blink, blink. Nein, willkommen zu einer neuen Folge von Gold 4. Part 4 oder so müsste es sein. Warte mal kurz. Alter, ich hab's vorhin gar noch gespielt. Ein notizbarer Retina-Scanner. Mal kurz verlesen. Der Kontrollraum für das Störfeld ist fortan. Was ist fortan? Nur noch autorisierten Personal zugänglich. Zum neuen Sicherheitssystem gehört ein Retina-Scanner. Ab sofort haben nur noch Oberst Yusupov und ich Zutritt zu diesem Bereich. Ja, das heißt, wir müssen wieder irgendwelche Karten finden. Oh, die Steuerung ist manchmal echt. Achso, den haben wir ja nicht. Am I glad to see you again? Hier rennt man. Die Steuerung, naja, man kann sich irgendwie nicht wirklich dran gewöhnen. Komm mal. Hansen, one more thing. Yeah? You need to... You need to... Oh, fuck. Wie geht meine Lampe an? Okay. Ist das hier, wo wir herkamen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, der hat bestimmt. Ich wollte gerade sagen, der hat doch bestimmt was. Here's the electronic key. Und Harpunenmunition. Böses Vieh. Was ist denn eigentlich hier drin? Warum war da drin? Sieht richtig einladend aus. Ich gehe immer mit gezogener Waffe. Weil man weiß nie. Da ist irgendwas. Ah, hier ist so ein Munitionsraum. Ich glaube, hier kommt nichts. Aber da kriegen wir. Warte mal, ich probiere mal was. Nee. Oder warte mal. Ich probiere mal was. Ah, okay, man kriegt für jede Waffe Munition. Man muss die halt nur anwählen, okay. Gut zu wissen. Ich glaube, wir kriegen hier überall was, oder? Oh Mann, Alter, das... Gut, müssen wir uns merken. Hier kriegen wir unendlich Munition her. Das ist der Raum... Da war, glaube ich, nichts weiter. So, die Magnetkarte, die war, glaube ich, hier hinten. Ich hoffe, dass hier für irgendwas passiert gleich. Ich habe mal so ein hässliches Gefühl. Weil kaum rennst du irgendwo wieder zurück. Na, da kriegst du gleich einen auf den Deckel. Da kommen die Schlüppertanten an. Und wollen dir ans Lady. Na, hier hinten ist die Tür. Lass es kommen. It's unlocked. Ah, it's unlocked. Kurzen Schluck von der Kinderkohle. Damit ich auch ein bisschen wach werde.
Ich hätte mir mal ein neues T-Shirt anziehen sollen. Ich habe ja den Part 2 halt vorhin aufgenommen. Jetzt nehme ich. Oder nee, warte mal. Das ist jetzt Part 4. Part 3 lädt ja gerade hoch. Sie kriegt das ja nicht mit. Ich trau den dann nicht. Gott, was ist das da? Ey, der steht doch gleich auf. Kann ich wirklich seinen Kopf ziehen? Oh! Alter! Die Hose ballert fast! Oh! Weißt du, da kommt so ein hässliches Geräusch, denkst es kommt von hinter dir und dann steht das Vieh auf. Schon eine krasse Atmosphäre. Oh Gott, ich höre doch was. Da. Ah, das Zielen aus der dritten Person. Oh, naja, das ist. Okay, liegt nichts drin. Ich gehe lieber einmal mehr vorsichtiger als tausendmal tot gehen. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Zielrohr hin? Zielrohr. Sicher, sicher, man weiß nie. Man weiß wirklich nie. Hier ist doch auch was drin. Okay, da diesmal nicht. Kommen wir hier durch? Locked. Verschlossen. Okay, ich glaube, hier ist weiter nichts. Hoffentlich. Er hat keine Munition mehr. Entschuldigung. Schade, gerade ein Kloß im Hals. Nichts Gescheites. Nur ein Bonbon. Von Haribo, mach ihn der Frau. Aber der hat bestimmt auch nichts, oder? Na, wir haben eh volle Muni. Jetzt will ich mal kurz zu Fuß gehen, bis die Ausdauer. Keine Ahnung, warum das hier Resistenz heißt. Ist das vielleicht die Ausdauer Englisch? Glaube nicht, nee. Power oder. So, keine Ahnung. Sagt was ihr wollt, aber. Ich trau denen alle nicht. Ich habe keine Waffe für diese Munition. Ja. A handheld grenade launcher. What's this doing here? Ist doch kein Raketenwerfer. Man findet ja doch einigermaßen gute Waffen. It's opening. Was soll das zu bedeuten? Nö. Okay. Der hat das Tor jetzt aufgemacht, bestimmt. Wir mussten extra hier hochgehen, um einen Hebel. Ernsthaft? Ja, man kann nicht so durchziehen hier. Die Monster sind wie Spinnen. Siehst du, sie ist nicht schlimm. Guckst du weg und die ist weg? Ich weiß nicht, wie viele hier rumlungern. Ich hoffe, es waren nur die beiden. Die. Oh, Scheiße! Oh, die Taste. Die Steuerung ist mal schon. Fick dich, Alter! Oh! Ich wollte nämlich gerade weglaufen, aber das ging nicht. Er sagt nicht, hier kommen noch mal welche. Ich höre sie doch schon. Wo ist er? Wo ist er? Hä? Sucht er seinen Kopf oder was?
Haben die überhaupt noch was? Ja. Manche haben was. Er hat keine Munition mehr. Hat schon vorher einer geklaut. So, und da speichern wir. Ne, wir nehmen gerade mal 10 Minuten auf. Da kommt noch ein Stücke. Man kann sagen, wieso geht das nicht? Okay, wir haben das, also machen wir das. What the hell is that? Oh je. Sieht lustig aus. Wir haben nur mit der Pistole eine Lampe. Boah. Wo ist das hin? Das ist bestimmt da rein. Da, ich hab's gesehen. Alter! Komm du mal her, Alter. Wo bist du? Rausch, Alter, da ist es. Mann, das ist viel, hält die übelst viel aus. Da ist es. Oh, hier ist ein dunkler. Ne, ich wollte sagen, das ist ein dunkler Raum. Okay, haben tut's nichts. Geht's hoch, da geht's. Ganz schön viele Räume. The damn thing's stuck. Okay, da kommen wir nicht rein. Da kommen wir rein. Ich hasse so eine Räume. Okay, ganz. Der benutze ich jetzt nicht. Wo ist die AK? Da ist er. Okay, was ist das hier? Von der Munition habe ich genug. Okay, können wir hier irgendwas machen? Nein, nicht Facebook googeln. Facebook googeln. Kurz bei Facebook einloggen, gucken, was Schatzi geschrieben hat. Gibt es hier überhaupt irgendwas? Naja, wenn wir unten, wenn wir Schuss brauchen, wir wissen, wo wir hin müssen. Ach, da hinten ist ein Raum. Sonst gibt es hier nichts. Okay. Okay, was macht der da? Okay, der Kopf ist weg. Wie gesagt, sagt was ihr wollt, ich schieße alle Köpfe weg. Ich muss öfters die hier nehmen. Oh, die Kamerasteuerung, also die macht nur Ego-Perspektive gut Spaß. Ist da noch einer drinne? Da läuft noch AK. Ich hab das Gefühl, hier kommt gleich was raus. Ich nehme lieber mal die Shotgun zur Hand. Okay, hier ist nichts. Hier muss auf jeden Fall was Wichtiges liegen. Doch nicht. Nichts, wirklich nichts, außer AK-Muni und Energie. Echt nicht? Ohne Scheiß? Okay. Ich dachte. Naja. Dann gehen wir wieder raus. Ich dachte mal, wo guckt denn der da hin? Ich weiß nicht, das ist auch eine Tür. Das sind so Serverräume. Wir machen bestimmt am Wochenende mit einem Kasten Bier eine LAN-Party.
Hauptsache das Vieh kommt nicht nochmal. Oder. Ja, ab und zu kommt das bestimmt noch, aber. Damn it, I need an electronic key. Nee. Also hier kommen wir irgendwie noch nicht weiter. Warte mal. Das ist doch der verschlossene Raum. Hä? Aber irgendwas muss doch hier sein. Weil da kommen wir nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Gab's noch eine andere Tür? Ich guck erstmal. Wir kamen da rein. Man hat ja keine Karte, das ist es ja. Leider. Hier kommen wir ja wieder in den Raum. Und hier kommen wir. Hier. Und woanders geht's nicht weiter. Hier müssen wir rein. So. Hier gibt's ja nichts. Nee, hier gibt's absolut nichts. No. Das heißt, da muss es irgendwas geben. Irgendwas. So, hier war ja nur die Tür, wo wir eine Magnetkarte brauchen. Damn it, I need an electronic key. Okay. Hier hinten gibt's noch zwei Räume. Da ist Tür. Da klemmt die Tür, da haben wir nichts gefunden. Und links ist, glaube ich, gar nichts. Wir gucken aber sicherheitshalber mal richtig. Ach, stimmt, da ging's noch hoch, Alter. Tropi, du bist so hässlich. Tisch, 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 tisch. Ich weiß nicht, was das bringt. Ah, hier geht's ja nicht weiter. Ich habe Angst, dass sie von hinten kommen. Ich lasse sie mal ein bisschen kämpfen. Du bleibst gepflegt weg. Ey, das ist ja so eine MP5. Eine Taschenlampe. Ey, möchte ich haben. Wieso nimmt er die nicht? So, der hat noch einen Kopf. Ey, was ist denn das für eine Pistole, Alter? Ganz ehrlich. Sonst ist hier nichts. Ich weiß, dass da weitergeht, aber. Lädt ja nur mit F nach, also man braucht nichts hier. Da hinten geht's auch noch weiter. Ich gehe ganz hinten als erstes. Sonst weiß ich naja nicht, wo ich war. Da hatte ich noch ein Medipack, müssen wir mal merken. Hinten, wo wir reingekommen sind, Treppe hoch, da liegt auch noch eins. Ach du Scheiße. So. Ich muss so kurz sein. Ich hab da auf den Kopf gezielt. Was hat das? Da steht doch da auf. Hat das irgendwas zu bedeuten? Aha. Okay. Naja.
Ah, so ein Pfeil da rein. Das ist so ein Ding, was ablenkt. Okay, sonst ist hier, glaube ich, nichts. Da liegt noch ein Pfeil. Das sind wie Schrittgeräusche. Sonst ist hier nichts. Gar nichts. Und dann gucken wir mal hier. Okay, da geht's auch rein. Auto Defense System activated. Unauthorized personnel have been detected. Please begin evacuation plan B. This is not a test. I repeat, this is not a test. Ja, manchmal kann ich gut zielen. Na. Mission complete. Ich hasse die Viecher. Ich glaub gar nicht, was die abziehen. Notiz über den Störsender. Okay, da. Ey, da. Das R-Blabla Jax arbeitet mit einem kontinuierlich modellierten Spektrum rosa Rauschens auf allen Funkfrequenzen. Hiermit wird jegliches Abhören der internen Kommunikation unterbunden. Das System scannt regelmäßig nach allen Anzeichen von Radarüberwachung. Wenn eine Kommunikationsverbindung mit den Außenwelt hergestellt werden muss und der Überwachungsscan negativ ausfällt, wird ein Funkfenster geöffnet, durch das die Kommunikation erfolgen kann. Bis jetzt hat sich das Jack-System als überaus effizient erwiesen. Die wollen uns nicht. Wieder nichts. Okay. Sonst glaube ich nichts. Da liegt noch irgendwas, oder? Nein. Ah, Pornos. Ich spiele es ab 18, ich darf das sagen. Was ist denn da? This ought to heat things up. Was ist das? Das ist ein Flammenwerfer. Alter, hier gibt's da richtig coole Waffen. Also wenn man nachher noch eine ordentliche Maschine gern kriegt von der Gatling, bin ich glücklich. Notiz über den Flammenwerfer. Ich lese mal nur mal ganz kurz durch. Da ist noch so ein Ding über einen Flammenwerfer. Ist nicht so wichtig. Hätte ich auch fast übersehen. Was ist das hier hinten? Nichts? Okay. Ich habe da hier irgendwo eine Tür gesehen. Nee, von da kamen wir nicht. Hier kommen wir raus. Great, it's locked. Nein, können wir nicht. Ich hab gedacht, man kann da raus. Ach, ich weiß nicht, mal guckt denn der mal da runter, oder ist ja dieses Medikit. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Guck mir mal auf. Was ist das, eine Tür? Ist eine Tür. Lass mal immer die Lage checken, bevor man losrennt. Da ist auch was. Ich wusste es. Deswegen konnte man den Kopf nicht dazwischen schießen. Nicht irgendwas. Das ist ein Schrotpatron. Okay, der Typ ist weg. Ich möchte sagen, kommt da jetzt irgendwas? Zwei Schuss noch. Okay, 9 Schuss. Okay, 16 Schuss. Es wird schon. Okay, hier kommen wir nicht durch. Sorry, dass ich ein bisschen rede. Dass ich ein bisschen zu wenig rede, aber es ist spät abends. Also, was heißt spät? Für mich ist spät. Ich sollte eigentlich schon schlafen gehen, weil ich früh wieder raus muss. Aber ich wollte für euch noch schnell einen Part machen und den rendern und.
dass nicht immer alles so verspätet kommt. Der letzte Part kam ja einen Tag Verspätung. Oh Gott. Kommt jetzt noch, wie das Blut da raus spritzt. Ja. Damals waren die Spiele nicht. Damals waren die Spiele noch nicht so hart unter der Lupe genommen. Aber das ist ja heute anders. Heute kacken die sich für jedes bisschen in die Hosen. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Okay, da ist nix. Da liegt, glaube ich, noch was, oder? Ja. Der guckt doch da auf den Boden irgendwie. Da liegt noch was. Oh, die Kamera, ey. Ah, das war nochmal Muni. Was ist denn hier Räusch, ey? Wat? Das Spiel ist schon ein bisschen Horror, ey. Hier ist eine Tür. Ich krieg auch wieder ein Kloß im Hals. Okay, was ist hier los? Da ist ein Aufzug. Da liegt jemand. Tja. Mit Feuer spielt man nicht. Ich glaube, die haben meistens nichts. Da kommt immer die Info völlig verbrannt. Ist das ein Hebel oder so? Nee. Dachte. Dann gehen wir die Treppe mal hoch. Oh, jetzt habe ich mich von meinem eigenen Schatten erschrocken. Okay. Da kommen wir nicht lang. Dann probieren wir mal den Fahrstuhl. Wenn mir jetzt irgendwas auf den Fahrstuhl gesprungen kommt. Ich nehme eine Pumpgun. Okay, ist eine Notiz. Eine Notiz erscheint uns über Bakarev. Könnt ihr euch Pause drücken? Das Lesen dauert mir doch lieber manchmal zu lange. Was hat das hier oben zu bedeuten? Da runterspringen. Schnell umdrehen und zielen. Weil was macht hier oben in so ein Kranführerhaus? Essensautomat und Getränkeautomat, ganz ehrlich. Und ein Fernseher. The damn thing's stuck. Also, noch schöner kriegst du es am Arbeitsplatz nicht. Und ein schönes Bild. Ich bin begeistert. Also wenn man sich hier nicht zu Hause fühlt, man kann RTL gucken, Familie im Brennpunkt. Hat ein schönes Bild, hat was zu knabbern, was zu trinken. Muss natürlich bezahlen. Aber vielleicht er nicht. Also nicht er, sondern der hier arbeitet hat. So. Was hat das jetzt gebracht? Wegen der Tür oder? Ich guck mal, ob da was liegt. Bestimmt nur wegen der Tür. Okay, da haben wir wieder volle Schuss. Können wir die wieder nochmal benutzen. Immer schön vorher zielen. Und den Raum scannen. Eine Pumpgun, die überlicht Munition. Aber wir haben sie nicht selten benutzt. Was ist denn das schon wieder? Alter, wird ja mal geiler. Also jetzt kriegen wir hier ein richtiges krasses Waffenarsenal.
Ich wusste es, eine MP5. Mit Licht und Ziel. Sag mal, ist heute Weihnachten? Aber ich glaube, mehr ist hier nicht, oder? So wie es aussieht. Nope. Okay. Haben wir eigentlich schon eine Magnetkarte? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, mir springt hier nichts an, ey. Es ist abends. Ich habe nur so große Angst. Ich bin mal leicht schreckhaft. Na, da ging es ja nicht weiter. Das ist prima. Vielleicht hilft's ihm. Hier kann man ja her. Was ist denn eigentlich hier oben? Ah, nur Medikit. Okay, dann haben wir schon 3 oder fast 4 sogar schon. Plus den Midi-Schrank. 5er. Guckt denn der da immer hin? Ach so, das Teil. Mist. Waren wir hier schon drin? Nein, waren wir nicht. Und damit ist auf jeden Fall die Folge beendet. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken und an alle neuen Abonnenten willkommen nochmal. Danke, dass ihr hier seid, und wenn ihr was zu verbessern habt, bitte schreibt es uns oder schreibt es mir. Ich möchte immer euer Freund sein. Nein. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin der Tobi. Ich weiß, ich bin hässlich, aber macht nichts. Bis zum nächsten Part.